Heute zeige ich dir 5 verschiedene Kürbisrezepte, die du in dieser Saison nicht verpassen darfst. Denn ja, die Kürbissaison hat wieder angefangen und ich möchte dir einfache und alltagstaugliche Kürbisrezepte mit auf den Weg geben, damit du das Maximale rausholst. Und neben den allseits bekannten Hokkaido-Kürbis, Butternut und sowas, zeige ich dir heute auch noch ein paar andere Kürbissorten, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, aber die es absolut wert sind, mal ausprobiert zu werden. Sei gespannt, am Ende zeige ich dir meinen aktuellen Favoriten, Spaghetti-Kürbis. Wir legen los. Ich habe mich gestern mit richtig vielen Kürbissen eingedeckt. Denn hier in der Nähe ist auch so ein Erlebnisbauernhof, wo ich immer mit Eden hingehe. Und die haben aktuell Kürbissaison und haben unfassbar viel an Auswahl. Aber ich habe auch gemerkt, auch in anderen Supermärkten, bei Rewe, bei Edeka und sowas, findet man immer mehr Kürbisvarianten. Deswegen bleibt auf jeden Fall neugierig. Kürbis wird nämlich auch extrem viel hier in Deutschland angebaut und ist eine wunderbare regionale und saisonale Zutat. Und ich finde, diese Kürbissaison hat auch immer was echt Schönes, weil das so diese Ofensaison einleitet und ich kriege eigentlich von Kürbis nie genug. Fangen wir mit dem Klassiker an, der Hokkaido-Kürbis. Den kennt mit Sicherheit jeder von euch, gibt es überall zu kaufen und ist ziemlich einfach zu verarbeiten, verdammt beliebt. Zum Beispiel kann man den zu einer wunderbaren Kürbissuppe verarbeiten. Die Variante oben hier finde ich persönlich extrem lecker, mit Kokosmilch und so ein bisschen asiatisch angehaucht. Da gibt es aber total viele verschiedene Varianten und ich habe auch, ich glaube, mindestens 3 oder 4 verschiedene Varianten von der Kürbissuppe auch hier auf dem Kanal. Wer dann mal was anderes möchte als einen Hokkaido-Kürbis, der kommt dann schnell bei diesem wunderschönen Teil an. Das ist der Butternut-Kürbis. Erkennt man ziemlich gut an der Form, so Birnen förmig, farblich halt so ein bisschen blasser, sage ich mal, aber verdammt lecker. Im letzten Jahr habe ich daraus nämlich einen Fächerkürbis gemacht, einen Hasselbeck-Kürbis mit griechischem Joghurt, Feta, Knoblauch, Zitronensaft, Chili. War ein brutal leckeres Rezept und kann ich jedem von euch wirklich mal empfehlen. Ihr findet es hier einmal oben in der Infokarte und natürlich bei mir auf dem Blog auch nochmal verlinkt unter dem Video. Als nächstes kommt ein Kürbis, den kennt ihr auch alle, aber der eine oder andere sagt jetzt, hä? Das ist ein Kürbis? Ja, ist es. Die Zucchini. Ganz klassischer Sommerkürbis und muss ich euch, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Deswegen gehen wir mal lieber weiter zu den etwas spannenderen Sachen. Zum Beispiel Flying Saucer. Und ihr könnt euch so ein bisschen als Grundregel merken, je größer und je länger gereift so ein Kürbis ist, desto härter wird die Schale und desto eher könnt ihr die Schale nicht mehr mitessen. Das heißt, bei ein paar großen Kürbisarten ist es auf jeden Fall ratsam, ihn zu schälen. Falls ihr keinen Ofen habt und nur eine Mikrowelle zur Verfügung habt, dann kann ich euch die etwas kleineren Varianten gut empfehlen. Das sind die sogenannten Mikrowellenkürbisse, einfach weil die nach 5-6 Minuten in der Mikrowelle auch schon fertig sind. Und die kann man sich natürlich auch einfach füllen, indem man oben was abschneidet, sie befüllt, ab in die Mikrowelle und ein leckeres Essen hat. Die, die ich hier alle habe, sind alle essbar, aber so ungefähr sehen auch Zierkürbisse aus, die man also für die Deko nimmt. Achtet also gerade bei den Kürbissorten, die ihr jetzt noch nicht so oft in der Hand hattet, nochmal drauf explizit, dass man sie auch essen kann. Kürbisarten gibt es auch hier in Deutschland regional unfassbar viele verschiedene. Vom Chamäleon über den Surprise, über Patterson-Kürbisse, über kleine Delicata oder Orangita. Die haben auch alle fancy Namen, weil es auch oft neue Züchtungen sind, die dann sich nochmal ein bisschen variieren in der Farbe, in der Form. Aber Kürbis ist im Endeffekt immer noch Kürbis. Die schmecken teilweise ein bisschen anders, manche ein paar ein bisschen nussiger, manche ein bisschen süßer, ein paar eher so nach Esskastanien. Da kann ich euch einfach mal raten, euch durchzuprobieren. Ihr könnt die Kürbisse sehr ähnlich verarbeiten, im Zweifel immer klein schneiden, ab in den Ofen, nur gegebenenfalls eben vorher die Schale entfernen. Eine Sache haben auf jeden Fall alle Kürbisarten miteinander gemeinsam, und zwar, sie sind relativ schwierig zu schneiden. Zumindest, wenn man sowas noch nicht häufig gemacht hat. Beim Hokkaido zeige ich es euch mal beispielhaft, wie genau ihr so einen Kürbis auch sicher klein bekommt. Wichtig an der Stelle auf jeden Fall, nehmt ein richtig schön scharfes Messer. Danke an der Stelle mal wieder an den Sponsor Tyrolit Live. Die versorgen mich ja schon seit Jahren mit scharfen Messern. Und beim Kürbis fange ich immer direkt mal an, hier auf der einen Seite eins abzuschneiden. Das Wichtigste beim Schneiden ist immer eine glatte Oberfläche haben, so dass es hier wirklich nahezu gar nicht wackelt. Ihr könnt da auch noch mal ein bisschen nachbessern, auch wenn dann ein kleines bisschen vom Kürbis verloren geht. Denn das Problem ist, wenn ein Kürbis so rumwackelt und ihr dann versucht zu schneiden, da ist eigentlich vorprogrammiert, dass ihr euch irgendwann verletzen werdet. Wenn ihr dann einen festen Stand habt, könnt ihr mit einer bewussten und kräftigen Bewegung einmal durchschneiden. Falls ihr zu Hause keine guten Messer habt, dann holt euch auf jeden Fall mal ein richtig gutes Kochmesser. Das ist die beste Investition, die man machen kann in seine eigenen Kochfähigkeiten. Und ich verlinke euch mal dieses wunderbare Kochmesser von Tyrolit Live unten. Da gibt es auch nochmal einen Gutscheincode, Tyrolit Julian. Damit spart ihr 25% und der Versand ist kostenfrei. Das heißt, ihr habt ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ein fantastisches Messer, mit dem man einfacher arbeiten kann. Falls ihr jetzt kurzfristig nichts Gutes zu Hause habt, aber ein Brotmesser da habt, dann benutzt das unbedingt. Denn so ein Brotmesser, das kann ich euch mal hier vormachen, das frisst sich durch diese kleinen Kerben, durch diesen Wellenschliff, nämlich richtig gut in den Kürbis ein. Und dadurch könnt ihr sehr kontrolliert schneiden. Das ist auf jeden Fall
super, um Sachen, die sehr hart sind, also Süßkartoffeln, Kürbis oder ähnliches, klein zu bekommen. Falls euer Kürbis hier noch so ein paar grüne Stellen habt, keine Panik, das ist ganz normal und zeigt einfach nur, dass der noch ein bisschen unreif ist. Wenn euer Kürbis dann entkernt ist, schneidet ihn einfach in solche Streifen und dann könnt ihr ihn wunderbar würfeln. Das geht mit einem scharfen Messer auf jeden Fall am einfachsten. Wie gesagt, dieses Kochmesser und auch das Brotmesser verlinke ich euch mal unterhalb des Videos mit dem Gutscheincode. Man braucht auf jeden Fall keine so 15-teiligen Messersets oder sowas, aber ein richtig gutes, großes Kochmesser, das kann 80-90% der Arbeit bei euch machen und sorgt dafür, dass ihr ein richtig gutes Kochmesser zu Hause habt. Dann habt ihr automatisch schon viel mehr Spaß im Kochen, weil ihr weniger Probleme habt. Wenn ihr Kürbis klein geschnitten habt, dann ist der auch im Kühlschrank nochmal so 2-3 Tage haltbar. Falls ihr ihn nicht klein schneidet, sind diese Kürbisse auch wirklich monatelang haltbar. Also 3, 4, 5 Monate überstehen die auf jeden Fall, wenn ihr sie trocken und halbwegs kühl lagert. Kürbis könnt ihr ja auf die unterschiedlichsten Arten zubereiten, ob in Eintöpfen, Currys, Suppen, was weiß ich, im Dessert sogar teilweise. Was auf jeden Fall immer geht mit allen möglichen Kürbisarten, ist, sie zu würfeln, so wie wir es mit dem Hokkaido-Kürbis hier gemacht haben, ihn auf ein Backblech zu geben, ein bisschen Olivenöl drüber, Salz, Pfeffer und wenn ihr möchtet, dann auch noch ein bisschen Gewürz, wie zum Beispiel Cayenne-Pfeffer oder was ähnliches und dann einfach ab in den Ofen, ungefähr so 30-40 Minuten, je nach Dicke der Würfel, ab in den Ofen und dann könnt ihr diese Würfel zum Beispiel als Topping nehmen für eine Bowl. Hier oben zum Beispiel habe ich mal eine gemacht mit Kürbis. Könnte was für euch sein, gerade wenn ihr ein bisschen gesünder essen möchtet, ist das Rezept auf jeden Fall zu empfehlen. Was übrigens auch super gut mit einem Hokkaido-Kürbis oder auch jedem anderen fruchtigen Kürbis funktioniert, ist eine Kürbis-Lasagne. Solltet ihr auch mal ausprobieren, wenn ihr sowas noch nie in eurem Leben hattet. Das Rezept findet ihr mal wieder in der Infokarte. Dieser Spaghetti-Kürbis, der hat relativ viele Kerne. Die könnt ihr einfach mit einem Löffel rauskratzen, so wie bei den anderen Kürbisarten auch. Und dann kommt er mit etwas Olivenöl und Salz ab in den Backofen. Locker für 30 bis 40 Minuten bei 200 Grad. Und diesen gegarten Kürbis, den kann man jetzt entweder befüllen und dann nochmal ausbacken oder, wie ich, noch simpler eine kleine Tomatensauce machen. Einfach eine halbe Zwiebel anbraten, Knoblauch dazu. Dazu nochmal ein bisschen Oregano und gestückelte Tomaten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da dann auch noch frischen Feta-Käse drüber machen und ein bisschen rote Chili. Und schon habt ihr ein richtig schönes, feines Essen vor euch mit Kürbis als Basis. Für eine Person braucht ihr so einen großen Kürbis. Das hier ist jetzt für mich eine halbe Portion, weil es einfach schöner aussieht auf dem Teller. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Die ganzen Rezepte findet ihr natürlich nochmal unter dem Video verlinkt. Und auch hier in der Endkarte, da kommt ihr nämlich direkt zu diesem wahnsinnig geilen Butternut-Kürbis, den ihr unbedingt mal ausprobieren solltet. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao.